In einer Gruppe von 100 Kindern sind 2 bis 4 von ihnen auf eine bestimmte Art und Weise untypisch. Sie haben Schwierigkeiten, aufmerksam zu sein, reden zu viel oder unterbrechen andere ständig. Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS, ist meist genetisch bedingt. Die Symptome werden als unaufmerksam oder hyperaktiv kategorisiert, aber Menschen können beides in allen möglichen Ausprägungen erleben. Das heißt, es gibt ein Spektrum an Erscheinungsformen. Lisa, ein junges Mädchen, das Schriftstellerin werden will, wird uns helfen zu verstehen, was es bedeutet, mit ADHS aufzuwachsen. Ihre Geschichte zeigt, wie ihr atypisches Gehirn es schwieriger macht, ihre Träume zu verwirklichen. In ihrer frühen Kindheit fällt es Lisa schwer, aufmerksam zu sein. Sie lässt sich ablenken, beginnt zu träumen und vergisst oder verliert häufig Dinge. Weil ihre Sinne zu viele Informationen aufnehmen, die ihr Gehirn nicht verarbeiten kann, ist sie überfordert und weint oft oder ist frustriert. Ihre Eltern, die es nicht besser wissen, schimpfen, anstatt ihr zu helfen, mit dem Schmerz umzugehen. In der Grundschule kann Lisa nicht stillsitzen und stört oft den Unterricht. Sie ist intelligent, hat aber außer in Englisch und Kunst nur schlechte Noten. Es dauert nicht lange, bis Lisa als faul abgestempelt wird, als jemand, der sein Potenzial nicht ausschöpft. Lisa hat es auch schwer, Freunde zu finden. Sie fühlt sich anders und wird gemobbt. Die wenigen Freunde, die sie hat, sagen ihr, dass sie zu emotional ist, aber bewundern ihren Enthusiasmus. In der 5. Klasse fängt Lisa an zu kritzeln, um sich besser konzentrieren zu können. Aber ihr Lehrer mag das nicht und schimpft mit ihr, weil er denkt, sie sei abgelenkt. Also versteckt sie ihre Unaufmerksamkeit und steckt ihre ganze Energie in Nicken und Augenkontakt. Dadurch verliert sie jedoch völlig die Konzentration und hört schließlich gar nicht mehr zu. An diesem Punkt wendet sie sich nach innen und entwickelt eine Leidenschaft für kreatives Schreiben. In der 7. Klasse beginnt ihr Geist zu rasen, mit 1000 Gedanken in ihrem Kopf. Sie trägt jetzt Kopfhörer, um den Lärm auszublenden und sich zu beruhigen. Aber als sie ihre Periode bekommt, hilft das nicht mehr und sie bekommt starke Stimmungsschwankungen. Sie fängt an, sich zu überessen und zu rauchen. Mit 19 Jahren wird Lisa in ein Top-Literaturprogramm aufgenommen. Doch die Verpflichtungen des Alltags sind erdrückend. Sie fühlt sich ausgebrannt, duscht nicht mehr, räumt nicht mehr auf, geht nicht mehr zum Unterricht. Eines Abends erzählt sie ihrem besten Freund, dass sie es nicht mehr aushält. Ihr ganzes Leben lang war sie zu anders, um dazuzugehören. Ihr ganzes Leben lang fühlte sie sich wie eine Last für andere. Ihr Freund erzählt ihr von einer Psychiaterin und als letzten Ausweg geht Lisa zu ihr. Die Psychiaterin vermutet zunächst eine Depression. Als sie sich jedoch nach Lisas Kindheit und Familiengeschichte erkundigt, stellt sie etwas anderes fest und veranlasst weitere Untersuchungen. Einige Wochen später erhält Lisa die Diagnose ADHS und Depression. Die Ärztin erklärt Lisa, dass ADHS nicht nur auf die bekanntesten Symptome begrenzt ist. Menschen mit ADHS haben zum Beispiel auch Defizite in den exekutiven Funktionen, wie dem Arbeitsgedächtnis, dem Zeitgefühl oder der Emotionsregulation. Manche werden sogar schläfrig, wenn sie Kaffee trinken. Allerdings sind sie oft auch kreativer, fürsorglicher und neugieriger als ihre Altersgenossen, was sie zu hervorragenden Künstlern oder Wissenschaftlern macht. Außerdem reagieren sie gelassener auf Stresssituationen. Manche werden furchtlose Feuerwehrmänner oder hervorragende Chirurgen. Die Psychiaterin erklärt weiter, dass die Symptome von ADHS mit Medikamenten und Therapien behandelt werden können und dass auch regelmäßiger Schlaf und Bewegung helfen. Als Lisa am nächsten Tag ihre erste Tablette nimmt, bricht sie in Tränen aus. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist ihr Geist ruhig. Es fällt ihr leicht, aufzustehen und zu duschen. Ihr wird klar, dass sie ihr ganzes Leben lang so viel Energie darauf verwendet hat, Dinge zu tun, die andere tun, ohne darüber nachzudenken. Obwohl die Medikamente helfen, weiß Lisa, dass sie nicht ausreichen. Sie muss ihr Leben ändern und eine Arbeit finden, die ihren Stärken entspricht.
Im Alter von 30 Jahren lernt sie, ihre Neurodivergenz zu akzeptieren und zu schätzen. Und ihr ungewöhnlicher Geist wird nach der Veröffentlichung ihres ersten Romans gefeiert. Was denkst du? Wenn du ADHS hättest oder hast, würdest du dann dein Gehirn an dein Leben anpassen, indem du Pillen nimmst, zur Therapie gehst und dein Verhalten verdeckst? Oder ist die Lösung, deine Unterschiede zu akzeptieren und einen Lebensstil anzunehmen, der passt? Sag uns deine Meinung in den Kommentaren unten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere unseren Kanal. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts. Weitere Informationen und zusätzliche Inhalte findest du auf sproutschools.com.